Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich die Buchneuerscheinungen aus dem Monat Juli für euch. Ich finde, es sind diesmal gar nicht mal so viele. Also wenn ich jetzt andere Monate betrachte, hält sich der Juli doch ein bisschen zurück. Wie immer habe ich hier auf dem Handy meine schlaue Liste, in dem alle Bücher eingetragen sind, die erscheinen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem ersten, das auch am 1. Juli bereits Release feiert. Und zwar ist das die neue Reihe von Lily Lucas, beziehungsweise der Reihenauftakt zu ihrer neuen Hawaii Love Reihe. Das Ganze heißt This Could Be Love und erscheint im Hause Knauer. Ich bin ein riesen Lily Lucas Fan und deshalb freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich bin zwar jetzt nicht so in der Tennis-Thematik drin, um die es in dem Buch geht, aber ich hoffe, dass der Sport einfach nur eine Nebenrolle spielt. Ja, ich lese euch jetzt natürlich wie immer den Klappentext zu Band 1 vor. Die Reihe heißt übrigens Aloha Love. Bei Amazon hat vorher nämlich Hawaii Love gestanden, also es wurde wohl noch geändert. Aber worum geht es? Das Leben von Deutschlands Shootingstar Luisa hat sich bisher nur um Tennis gedreht. Nach einer Verletzungspause fliegt sie nach Maui, um sich in der Tennisschule ihrer Patentante voll und ganz auf ihr anstehendes Comeback zu konzentrieren. Doch das ist nicht so leicht, weil sie bei ihrem Lauftraining täglich dem Surferboy Vince Greenfield am Strand begegnet. Er ist aus seinem Job im Silicon Valley ausgestiegen und möchte mit seiner Zwillingsschwester Laurie ein Surferhostel auf Maui eröffnen. Auch wenn Vince eine völlig andere Sicht aufs Leben hat, genießt Luisa die Unbeschwertheit, die ihn umgibt. Immer häufiger fragt sie sich in seiner Gegenwart, ob es im Leben nicht doch um mehr gehen müsste als um Aufschlaggeschwindigkeit, Ernährungspläne und Rankings. Aber dann muss sie erfahren, dass Vince ein paar wesentliche Kapitel seines Lebens unterschlagen hat. Cozy, romantisch, zum Wegträumen und Wohlfühlen. Wie Lily Lucas Bestsellerreihe Cherry Hill macht auch die Aloha Love Trilogie beim Hören einfach glücklich, sagt eine Leserstimme. Ebenfalls am 1. Juli erscheint ein Buch, auf das ich mich schon sehr, sehr freue. Es ist nämlich ein Self-Publishing-Buch und es ist von zwei ganz lieben Mädels geschrieben, die ich unheimlich gerne mag. Es sind nämlich die Merschmann-Zwillinge. Ich weiß, wie nervig das ist, wenn man als Zwilling immer nur die Zwillinge genannt wird. Ich bin ja selbst ein Zwilling und deshalb sage ich, Nadine und Yvonne haben dieses Buch eben zusammen geschrieben. Und ich freue mich schon sehr. Es ist mittlerweile der dritte Band der Reihe und man kann sie auch unabhängig voneinander lesen. Deshalb kann ich euch jetzt ohne Spoiler-Probleme auch den Klappentext zu Band 3 vorlesen. Kann auf dem Weg zu Drehorten von Percy Jackson, Shadowhunters und den Marvel-Filmen aus Freundschaft Liebe werden? 3 Monate. So viel Zeit bleibt Kate, einen Comic beim großen Verlagswettbewerb einzureichen. Ihre letzte Chance. Doch alles, was sie versucht, landet im Papierkorb. Um die kreative Blockade zu lösen, lädt sie ihren Kindheitsfreund Finn auf einen Roadtrip zu den Drehorten der Marvel-Filme von Shadowhunters und Percy Jackson ein und der Orte, die sie prägten. Unterwegs durch New York sucht sie sich nicht nur Inspiration, sondern verliert auch ihr Herz an Finn, ihrem besten Freund und größten Herzensbrecher der Stadt. Springen wir jetzt auf den 10. Juni und da wird beim Pinguin Verlag ein Buch erscheinen, das ich jetzt schon so hart feier. Ich mag das Cover, ich mag den Klappentext. Ich habe bis jetzt nur Positives über das Buch gehört. Es ist der Reihenauftakt der Moonfall-Serie und heißt When the Moon Hatched von Sarah A. Parker. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also wie gesagt, der Klappentext klingt für mich unheimlich ansprechend. Rafe kennt nur ein Ziel. Als Mitglied der Rebellion hat sie geschworen, bis zu ihrem letzten Atemzug zu kämpfen. Für diejenigen, die es selbst nicht können. Und gegen jene machthungrigen Thronerben, die ihr Land ins Chaos und Finsternis stürzen. Als ihre beste Freundin bei einem grausamen Attentat stirbt, dessen Opfer eigentlich Rafe werden sollte, ist Vergeltung alles, woran sie noch denken kann. Stärker als das Feuer der Drachen lodert der Zorn in ihr. Doch als sie sich im ausweglosesten Gefängnis wiederfindet, die Hände voller Blut, steht plötzlich Khan vor ihr. Der mächtige Herrscher, der all das verkörpert, was Rafe verabscheut und dessen Drache ihr doch das Leben rettet. In Khans dunklen Augen verbergen sich Abgründe und Rafe spürt, dass ihr Kampf um die Freiheit unweigerlich mit ihm verbunden ist. Mit den Geheimnissen, die er verschweigt und ihren Gefühlen, die alles, woran sie glaubt, zu zerstören drohen.
Ebenfalls am 10. Juli erscheint ein Buch, auf das ich mich schon sehr, sehr freue. Band 1 war ein absolutes Highlight für mich und ich habe es in meinem letzten Video bereits erzählt bzw. gezeigt, dass ich Band 1 aussortiert habe, aber nur, weil ich mir die Sonderedition gekauft habe. Ich spreche natürlich von der Blackbird Academy. Der erscheint der zweite Band, der da heißt Fürchte das Licht. Ich gehe davon aus, dass das Buch mich genauso begeistern wird wie Band 1. Ich mag hier einfach Stellas Humor, der immer mit in ihre Bücher mit einfließt. Und ich glaube, das Buch wird uns alle sehr begeistern. Ich würde auch behaupten, dass jeder, der ein großer Supernatural-Fan ist, dieses Buch mögen wird, beziehungsweise die Reihe mögen wird. Da es sich um eine fortlaufende Reihe handelt, werde ich euch aber natürlich den Klappentext zu Band 1 vorlesen. Die Blackbird Academy ist ein Ort, der seinesgleichen sucht. An dieser dunklen Schule werden Exorzisten ausgebildet, deren Aufgabe es ist, die Menschheit vor den Dämonen zu beschützen. Als Leaf Young in einem Kerker der Blackbird Academy erwacht, kann sie nicht glauben, was ein attraktiver Kerl namens Falco ihr erklärt. Ein Dämon hat von ihr Besitz ergriffen, kurz nachdem dieser ihr einen Dolch ins Herz gerammt hat. Falco ist fasziniert von Leaf, denn noch nie konnte ein Mensch nach einem Dämonenangriff die Kontrolle über den eigenen Körper behalten, ohne dabei seinen Verstand zu verlieren. Und so macht die Academy ihr ein Angebot. Wenn sie sich zur Exorzistin ausbilden lässt, bekommt sie ihre Freiheit zurück. Falco soll sie trainieren, doch was er nicht ahnt, Leaf hört in ihrem Kopf eine verführerische Stimme und diese ist nicht menschlich. Machen wir weiter am 16. Juli und da wird ein Buch auf den Markt kommen, auf das die Leser schon etwas länger warten, nämlich Dark Ivy 2. Der Untertitel heißt Halte mich fest oder Halt mich fest. Wird im Hause KISS erscheinen und sollte eigentlich schon, ich glaube, letztes Jahr oder schon vor anderthalb Jahren erscheinen. Also es wurde ganz, 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 ganz lange verschoben. Man hat nie zu 100% gesagt, was der wahre Grund war, aber die Autorin, also Nicola, hat, glaube ich, mal sowas verläuten lassen, dass es ja bei ihr um persönliche Dinge geht, weshalb sie nicht weiterschreiben kann. Also das wurde nie an die große Glocke gehangen und das Privatleben geht auch immer vor, also ich habe da vollstes Verständnis für, auch wenn die Leserschaft dann eben länger warten muss. Aber wenn du gerade das Buch nicht schreiben kannst, weil in deinem Privatleben zu viel los ist oder ein Thema drin vorkommt, mit dem du gerade nicht umgehen kannst oder du einfach eine Schreibblockade hast, was jedem Autor mal passiert, dann ja, sollte man das auch einfach als menschlich anerkennen und nicht genervt sein oder nicht allzu genervt sein, dass das Buch eben ein bisschen länger braucht, als es sollte. Auch hier handelt es sich um eine fortlaufende Reihe, deshalb werde ich euch den Klappentext zu Band 1 der Dilogie vorlesen. Freunde finden, das ist alles, was Eden Collins sich wünscht, als sie mit einem Stipendium an die traditionsreiche Woodford Academy kommt. Nach einem tragischen Todesfall war das letzte Highschool-Jahr die Hölle. Das Getuschel, die anklagenden Blicke, das Alleinsein. Jetzt will sie einfach nur dazugehören und neu starten. Allerdings ist das gar nicht so leicht. Schon in ihrem ersten Kurs bricht Eden beinahe zusammen, als sie bei einem sozialen Experiment an ihre Geheimnisse erinnert wird. Und es ist ausgerechnet William Grantham III., der das bemerkt. Ausgerechnet der ebenso faszinierende wie abweisende Millionenerbe, mit dem sie bereits aneinander geraten ist. Einen Tag später, am 17. Juli, bringt die liebe Gabriela Santos de Lima ihr neues Buch auf den Markt. Es wird im Löwe Verlag erscheinen und heißt Warum willst du jetzt schon gehen? Ich habe den Klappentext noch nicht fertig gelesen und wusste schon, dieses Buch will ich definitiv lesen, weil mich die ganzen Tropes sehr, 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 sehr ansprechen. Alles, was glüht, verglüht irgendwann. Helena hat eine Schwäche für Liebesromane und eine Stärke fürs Schreiben. Ihr Traum wird wahr, als sie einen Platz am renommierten Künstlerinternat Schloss St. Zander erhält. Und ihre Liebesromane werden Realität, als sie dort auf Arthur trifft. Typ draufgängerischer Indie-Sänger mit gebrochener Künstlerseele. Helena hat das Gefühl, in einem waschechten Liebesroman gelandet zu sein. Gemeinsame Strandspaziergänge, heimliche Treffen auf dem Schlossgelände, alles ist so schön und rosa und glitzernd. Doch wieso ist Art manchmal so abweisend und warum reagiert er nicht auf ihre Nachrichten? Liebesromane haben doch immer ein Happy End, oder? Am gleichen Tag erscheint übrigens noch ein Buch, dessen Tropes ich total spannend finde. Crumbie meets Sunshine, Fake Dating sind zwei Dinge, die ich
absolut feiere momentan. Und deshalb freue ich mich auch schon sehr auf The Right Move von Liz Tom Ford. Ich habe von ihr noch nichts gelesen, deshalb ist das absolutes Neuland. Aber ja, ich musste beim Klappentext schon vor mich hingrinsen und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass mich das Buch überzeugen könnte. Für Superstar Ryan zählt nur Basketball. Der gut aussehende, abgeklärte Captain des NBA-Teams von Chicago gilt als kalter Einzelgänger ohne Privatleben. Das denkt auch Indy von ihm. Die quirlige beste Freundin von Ryans Schwester ist von den Männern enttäuscht und hat großen Liebeskummer. Als sie aus der Not heraus bei Ryan einzieht, fliegt zwischen den beiden regelmäßig die Fetzen. Dann machten sie einen Deal. Beide können von einer Fake-Beziehung profitieren, doch Indys Herz droht erneut gebrochen zu werden, als die gespielten Gefühle sich plötzlich echt anfühlen und sie sich nicht mehr gegen die Anziehung zu Ryan wehren kann. Am 23. Juli bringt die liebe Merit Niemals auch ihr neues Buchbaby auf den Markt, das da heißt Delicate Dream. Es geht um ein Parfüm-Imperium, was für mich mal wieder was komplett Neues ist. Also ich glaube, ich habe noch nie ein Buch zum Thema Parfüm gelesen. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube nicht. Ich mag aber ihren Schreibstil, ich kann nicht reden, Schreibstil unheimlich gerne und deshalb bin ich gespannt, was uns hier erwartet. Von klein auf wurde Odell Evergreen darauf vorbereitet, eines Tages das Parfüm-Imperium seiner Familie zu übernehmen. Nur bei seiner besten Freundin Emmeline konnte er sich fallen und mal nicht seinen Kopf, sondern sein Herz entscheiden lassen. Gemeinsam haben sie alles über Düfte und einander gelernt, ihre Träume und ihren ersten Kuss geteilt, bis Odell sich plötzlich von sich gestoßen hat. Doch als sein Vater bei einem Unfall stirbt, braucht er dringend Emmelines Hilfe, denn um CEO zu werden, soll er ein eigenes Parfüm kreieren. Trotz der jahrelangen Funkstille stimmt Emmeline zu, ihm zu helfen. Und als sie zusammenarbeiten, ist auf einmal alles wieder da. Die Erinnerungen, die Gefühle und dieser zerbrechliche Traum von einem Wir. Ebenfalls im Hause Lux, allerdings 3 Tage später, am 26. erscheint We Conquer the Night von Emma Scott. Und auf die Reihe warten die Emma Scott-Fans ja schon sehr, sehr lange, weil es ihre erste Fantasy-Reihe wird. Also sie schreibt ja sonst immer im New Adult Liebesroman-Genre und diesmal geht es eben in die Richtung Fantasy, Romantasy und ich gehöre auch zu der Fraktion, die schon sehr gespannt ist, wie sie dieses Genre meistern wird. Eine Liebe, die weder der Tod noch die Zeit zerstören kann. Nach dem Tod ihres Vaters verkriecht sich die introvertierte Lucy in eine heile Welt von Liebesromanen. Als eines Tages ein scheinbar toter, äußerst attraktiver Mann vor ihrer Tür liegt, wird ihre Welt aus den Fugen gehoben. Cassiel ist ein Dämon, der nicht mehr wirklich an Erlösung glaubt. Zu viel Leid hat er über die Menschen gebracht. Er möchte Lucy dabei helfen, ihr Glück zu finden und dann seine eigene Existenz beenden. Bald schon wird klar, dass die beiden etwas verbindet, was über reine Anziehungskraft hinausgeht. Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlt Lucy nicht mehr diese schmerzliche Leere in sich. Doch um Cassiel zu erlösen, muss sich Lucy den finsteren Mächten der Unterwelt stellen. Ich glaube, da hat Amazon einen Fehler drin. Ich war gerade etwas verwirrt. Das heißt, doch um Cassiel zu erlösen, muss Lucy sich den finsteren Mächten der Unterwelt stellen. So, am gleichen Tag erscheint auch das neue Buch von L.J. Shen, Thorn Princess. Und ihre Bücher sind ja immer sehr, sehr spice-lastig und die Charaktere sind oftmals etwas überzogen und überspitzt dargestellt. Aber ich mag es unheimlich gerne und freue mich wirklich schon auf die neue Reihe von ihr. Hallie Thorne, reiche Tochter des ehemaligen Präsidenten der USA, lebt das sorgenfreie Leben eines It-Girls in Los Angeles. Als sie es auf einer Party mal wieder zu weit treibt und ein freizügiges Foto von ihr für Schlagzeilen sorgt, zieht ihr Vater die Reißleine. Er stellt Hallie einen Bodyguard zur Seite, der darauf achten soll, dass sie sich benimmt. Ransom Lockwood hat eigentlich gar keine Lust darauf, eine verzogene Hollywood-Prinzessin zu erziehen. Und auch Hallie hält nichts von ihrem strengen Aufpasser. Mag er noch so attraktiv sein. Bei jedem hitzigen Wortgefecht knistert es gewaltig zwischen ihnen und sie beginnen schon bald eine andere Seite aneinander kennenzulernen. Und last but not least bringt auch der Carlsen Verlag noch ein neues Buch auf den Markt und zwar am 29.07. The Ashes and the Starcursed King heißt das Ganze und ist der 2. Band der Crowns of Nyaxia Reihe. Der erste ist ja Serpent and the Nightwing. Habe ich hier im Regal stehen, habe es aber noch nicht gelesen. Wäre natürlich jetzt machbar, beide in einem Rutsch zu lesen. Und natürlich werde ich euch auch den Klappentext zu Band 1 jetzt vorlesen.
Vertraue keinem, gib niemals auf und hüte immer, immer dein Herz. Du bist Beute in einer Welt voll Raubtieren. Jeden Tag muss Oraya ums Überleben kämpfen. Als adoptierte menschliche Tochter des Vampirkönigs lebt sie in einer Welt, die darauf ausgerichtet ist, sie zu töten. Ihre einzige Chance, jemals mehr als nur Beute zu sein, ist die Teilnahme am Kijari, ein legendäres Turnier, das von Nyaxia veranstaltet wird, der Göttin des Todes. Damit Oraya überhaupt den Hauch einer Chance hat, muss sie ein Bündnis mit ihrem größten Gegner eingehen, Rain. Alles an ihm ist gefährlich, doch zum Töten geboren ist er skrupellos und dazu auch noch ein Feind ihres Vaters. Doch am meisten Angst macht Oraya nicht das Kijari oder die mögliche Niederlage oder der Tod, sondern dass sie sich auf seltsame Weise zu Rain hingezogen fühlt. Als wäre das nicht genug, braut sich, wie eine düstere Vorahnung, ein Sturm zusammen und erschüttert alles, was Oraya über ihre Heimat zu wissen glaubte. Und Rain versteht sie vielleicht besser als jeder andere. Doch die immer stärker werdende Anziehungskraft könnte ihr Untergang sein, in einem Königreich, in dem nichts tödlicher ist als Vertrauen und Liebe. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die im Monat Juli in meinem Komfortbereich, nenne ich es einfach mal, erscheinen. Alles, was mich so im Juli interessieren würde und ich natürlich auch hoffe, dass es euch interessiert. Ich werde euch wie immer die Bücher unten in die Infobox packen. Da gibt es den Affiliate-Link zu Thalia und Amazon. Dieses Mal sind richtig gute Bücher dabei. Es sind ja, wie gesagt, nicht so viele gewesen, aber auf wirklich, ich glaube, 90% davon fiebere ich richtig hin. Und das eine oder andere habe ich auch schon vorbestellt. Ja, so viel zu mir. Ihr dürft mir jetzt gerne mal verraten, ob ihr eins davon vorhabt zu lesen, kaufen, hören. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!